Willkommen zurück bei Elite Dangerous. Weiter geht's. Wenn ihr mal einen kleinen Blick hier rüber auf den Kontostand schweifen wollt, habe jetzt ein bisschen was gefarmt. 254.000 sind mittlerweile in meinem Besitz. Davon das allermeiste dann doch wieder mit dem Abbau von Rohstoffen aus Asteroiden gewonnen. Und ich habe noch so ein paar kleine Infos, und zwar diese Kartendaten, wo ich mich jetzt immer schon mal gewundert habe, warum wir die nicht verkaufen können. Ihr seht ja, da rechts oben hier, da steht einmal das System und die Entfernung zu, also die Entfernung zu dem, wo wir uns jetzt befinden. So. Ihr müsst mindestens 20 Lichtjahre weiter sein als das System, wo ihr die Daten her habt. Dann könnt ihr die auch verkaufen. Das habe ich jetzt mal in einem Forum rauslesen können. Also brauche ich mich nicht wundern, dass es nicht geht. Da weiß ich zumindest schon mal, woran es liegt. Dann hatte ich mir mal hier die Daten aus dem Cleave-Hub aufgeschrieben für die ganzen Erze und so weiter, fürs Abbauen. Moment, Warenmarkt wollte ich nicht. Ich habe nämlich nochmal die Ausstattung ein bisschen verändert vom Schiff. Der Abbaulaser ist immer noch der Abbaulaser 1. Innenliegend haben wir hier die Raffinerie. Da habe ich eine bessere gekauft. Und zwar die hier für 54.000. Die hat zwei Raffineriebehälter. Und da zeige ich euch auch gleich nochmal. Wir machen jetzt nochmal eine Episode mit dem Abbau von Rohstoffen. Und in der nächsten sind wir dann auf jeden Fall mit einem neuen Schiff schon dran. Ich werde dann wahrscheinlich eh nochmal weiterfahren. Kommt drauf an, wie es jetzt läuft. Die 54.000, die ich hierfür ausgegeben habe, die werden dann automatisch mitverrechnet für das neue Schiff, was ich mir oder was wir uns dann kaufen. Jemand hatte mal Eva als Namen für das Schiff vorgeschlagen. Ja. Nee. ja, ist ein süßer Name. Klingt gut. Aber als Raumschiff ein bisschen ungeeignet. Muss schon ein bisschen kerniger muss es noch klingen. Genau, die Raffinerie hat zwei Raffineriebehälter. Wie gesagt, das zeige ich euch nachher nochmal, womit das zusammenhängt. Und mir sind auch so noch ein paar andere Sachen aufgefallen beim Abbau von Rohstoffen. Was wollte ich noch zeigen? Genau, das mit der Fracht. Da hatte ich irgendwann nochmal die Kapazitäten durchgetauscht. Da haben wir jetzt auch jeweils 4, also insgesamt 8. Und das war's, glaube ich. Es gibt noch einen besseren Abbaulaser. Weiß nicht, gibt es den hier zufällig? Abbaulaser 2? Nee. Den sollte man sich auch zulegen, wenn man dann richtig auf Asteroidenjagd gehen möchte und auf Metalljagd und was weiß ich nicht alles. Denn der schießt die benötigten Fragmente aus dem Asteroiden deutlich schneller raus als den wir jetzt noch verbaut haben. Dann hier noch was bei Reparatur. Hier seht ihr ja, eigentlich ist hier im Stationsservice ist hier alles vollkommen repariert, deswegen kann man hier nichts auswählen. Jetzt ist es aber so, hier oben gibt es noch Verschleißteile reparieren. Das Raumschiff, ich weiß nicht, ob man es gerade sieht. Sieht man gerade nicht, war ja klar. Jedenfalls ist es jetzt dadurch, dass ich so viel rumgeflogen bin und auch zwischen den Asteroidenfeldern rumgekraucht bin und auch hier und da mal angeeckt bin, ist es dann so, dass tatsächlich die Windschutzscheiben oder die Fenster hier im Raumschiff in unserer Kapsel dann nach und nach so ein bisschen verschleißen. Also die haben dann an den Rändern so ein bisschen, ich sag mal, die sind dann dreckig. Und das kann man dann hiermit wieder beheben, wenn man das hier oben bezahlt, diese Verschleißteile. Ja, danach sah es auf jeden Fall wieder wie geleckt aus. Da fällt mir gerade ein, so eine intergalaktische Waschanlage wäre doch mal was, oder? Naja gut, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Wir haben ein bisschen was vor uns. Wir befinden uns hier in Erawate, wollen aber wieder nach LHS 3447. Da gibt es ja zwei große Asteroidenfelder. Wir fliegen aber gleich zu dem, was am nächsten dran ist. Gucken wir mal, ob wir hier mit Volldampf rauskommen. Scheiße. Mann. Das sieht immer sehr, sehr knapp aus, aber da dürften trotzdem noch ein paar Meter Platz gewesen sein zwischen den Wänden. Oh, da werden wir nochmal gescannt. Macht nichts. Wir haben ja nichts Illegales dabei. So, noch ein paar Meter weg von der Station und jetzt ist auch die Massensperre aufgehoben. Da können wir losspringen ins nächste System.
Fracht habe ich noch, Palladium hier und noch Gold. Das ist mit diesen zwei Raffineriebehältern, was ich euch vorhin gezeigt habe. Oh. Ach doch, jetzt springt er. Okay, Moment, zeige ich euch gleich weiter. Okay, geht nicht während des Frameshifts. Kann ich mal kurz meine Tropfen nehmen? Moment. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Tee gibt es heute. So, mal schnell noch das Navigationssignal auswählen. Wir fliegen einfach mal gleich ins erste Cluster. Da müssen wir hier runter. Oh, das liegt hinter dem Stern. Müssen wir mal kurz außenrum hier vorbei. Da hinten wollen wir hin. Das sind nur 5 Lichtsekunden entfernt. Da ist es nämlich schon, da werden wir wahrscheinlich direkt vorbei flattern. Obwohl, es geht eigentlich. Nee, müsste passen. Genau, das mit den... Darf ich jetzt nicht vorbeifliegen, wenn ich das zeige? Das mit den Frachtbehältern hier, den Raffineriebehältern. Hopper ist leer, das ist, wenn wir dann gerade ein eingesammeltes Fragment bekommen haben aus dem Asteroiden. Und die habe ich mir immer noch behalten. Palladium und Gold habe ich noch 8%. Hier fehlt mir nur 1% für Palladium. Palladium bringt ungefähr 13.500 Credits. Das ist eine ganze Menge. Und was hatte ich denn am besten? Platin. 18.500 für Platin. Das ist auch sehr, sehr viel. Da hatte ich das einmal, dreimal den Frachtcontainer mitfüllen können. Also das war schon eine ordentliche Summe an Geld, die dann da rauskam. Aber es dauert halt alles seine Zeit. So, da kommen wir gleich an im Asteroidenfeld. Es macht jetzt, wo man dann die Sache auch immer mehr versteht, das ist ja unwahrscheinlich viel. Wie gesagt, die Betas, die habe ich beide gespielt, die Gamma nicht mehr. Und habe die schon eine Weile gespielt, aber natürlich nicht so wie manche, die fast das komplette Universum kennen, die genau Bescheid wissen zwischen hier Föderation und den Rebellen und was es hier nicht alles gibt. Wo haben wir es denn? Föderation, Rebellen, Imperium und die anderen. Oh, jetzt können wir schon ins Asteroidenfeld springen, dürfen wir nicht vergessen. So, da sind wir. Holen wir mal den Abbaulaser raus. Gucken wir doch gleich mal, ob ich das schon zeigen kann mit den beiden Raffineriebehältern, was ich damit genau meine, die dir das Spiel spielen und auch das... Oh, da muss ich nochmal kurz auf die Waffe die Energie umleiten, sonst können wir nicht lange feuern mit dem Laser. Die werden das wahrscheinlich schon wissen. Und zwar, das ist mir gar nicht aufgefallen in den letzten 3 Episoden, hier vorne zeigt uns jetzt Indeed an mit 6,88%. Links unten im Fenster, links neben dem silbernen Felsbrocken, wird Indeed angezeigt, was wir auch vorne vor uns sehen, und Bertrandit. Die beiden Sachen hat dieser Klumpen. So, und die beiden Sachen könnten wir jetzt, wenn ich es einsammeln würde, könnten wir zusammen hier drin in den Raffineriebehältern lagern. Und jetzt ist es so, wenn wir die beiden hier drin hätten, dieses Indeed und Bertrandit, und ich würde dann das... Oh, wen haben wir denn hier? Der ist gegen unser Abgebautes geflogen. Und wenn wir das jetzt in den beiden Raffineriebehältern hätten und wir würden das nächste einsammeln, dann würde das direkt weiterverarbeitet werden und ich müsste nicht immer das Ventil öffnen. Jetzt ist es aber so, jetzt habe ich gerade hier noch Palladium drin und das Gold würde ich eventuell rausschmeißen, die 8%. Schauen wir mal, was wir jetzt hier so finden. Die nehme ich jetzt allerdings nicht mit. Wundert euch nicht, dass ich jetzt hier weiterfliege, denn 6, also knapp 7 und 3%, da mache ich nicht mit. Also die möchten schon wenigstens 10 oder 12%. Oh, oh, oh. 10 oder 12% Anteil haben, sonst dauert es ewig, denn ihr könnt maximal zwischen 8 und 12 Brocken rauslösen pro Asteroid. Die könnt ihr später wieder bearbeiten. Was haben wir hier? Wir haben mal Galit 13. Ich guck mal kurz auf meine Karte. Galit würde 1600 bringen ungefähr. Wir fliegen da gleich nochmal weiter. Ich möchte echt erstmal eigentlich dieses Palladium nochmal, genau, war Palladium vollkriegen, denn das bringt halt 13.000 und
Auch Gold bringt ungefähr knapp 10.000. Na komm schon, das ist wieder einer der Großen. So, keine Angst, das schaffen wir noch davor anzuhalten. Wird vielleicht ein bisschen Rückschub geben, dass wir hier nicht von der Anziehungskraft noch eingesogen werden. Was haben wir denn hier? Auch Galett. Wisst ihr was, das machen wir jetzt mal. Wir nehmen das mal mit. Ich hau mal das Gold raus. Das Palladium mit den 99% lasse ich drin. Jetzt müssen wir wieder den Frachtgreifer öffnen. Ich dachte, gerade schießt jemand auf uns. Ich wollte mal, da hatte ich gerade die Ladung voll im Frachtraum. Oh, seht ihr das? Da wurde dieses Galit gerade nochmal vom Asteroiden getroffen und torkelt jetzt ein bisschen rum. Scheiße, vorbeigeflogen. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Jetzt aber, komm her. Ich wollte mal eine aus dem Supercruise rausholen, als ich gerade den Frachtraum voll hatte, aber irgendwie hat es das Schiff abgewehrt von ganz automatisch, ohne dass ich irgendwie was gemacht habe. Da war ich ziemlich froh. Das war wahrscheinlich so eine Art Pirat oder was, oder irgendein Feind, der mir auf den Sack gehen wollte. Naja, gut. Es gibt auch noch Raffineriebehälter, wo er, wenn, ich möchte jetzt nicht lügen, 7 oder 8 Sachen auf einmal einsammeln könnt. Das ist natürlich richtig geil. Und dann im... Oha, guck mal hier. 21, 15, 25%. Hier haben wir gleich 3 Sachen. Also ich stehe ganz still. Der Asteroid bewegt sich hier für uns, ne? Ich mache hier gerade gar nichts. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir 2 Galit raus. Insgesamt. Dann haben wir schon mal bei knapp 3000 Credits. So, jetzt müssen wir ein bisschen zurück. Das dachte ich mir, dass sie dagegen fliegen. So, dann müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Wir können ruhig mit 30, 40 Metern, ich glaube, die Grenze ist irgendwo bei 40 Meter oder so, die ihr maximal, oh Alter, ich stelle mich blöd an, die ihr maximal drauf haben könnt, um die Sache hier noch einzusammeln, ohne dass ihr zu schnell seid. So, da hat es das direkt verarbeitet. Gleich das nächste. Na, dann, also ich finde auch hierbei, wenn man dann so viele Ressourcen abgetrennt hat vom Asteroiden, lernt man auch relativ gut zu navigieren. Oh, seht ihr, da waren wir jetzt zu schnell. Scheiße. Das ist da hinten das Indiz, was ich vorhin mal probeweise. Das war die erste Probebohrung hier. Halt, sorry. Da bin ich gerade mit den Tasten durcheinander gekommen. Jetzt aber haben wir schon einmal fertig. Ne, 90%. Eins fehlt noch. Dann haben wir wenigstens einmal dieses Galit im Frachtraum. Also die torkeln ein paar Sekunden umher. Oder ein paar Meter weit weg vom Asteroiden und dann bleiben die eigentlich ruhig im Raum liegen, dass man die gut einfangen kann. Und wenn man die dann genau mittig hat, unten auf der Frachtluke. Achso, wir haben es noch nicht zugewiesen. Genau, wenn wir jetzt einmal dieses Galit voll haben, müssen wir es nochmal auswählen, dass es direkt beim nächsten Durchlauf wieder in den Raffineriebehälter nimmt. So, 1, 2. Habe ich gerade vergessen, 1 einzusammeln. Hier das links auf der Karte, oberhalb von uns. Naja. Zweites kriegen wir vielleicht noch raus. Ja, das müsste reichen. Ich guck gerade mal. Ah ja, genau. Seht ihr, das habe ich gerade vergessen. So, ich gehe jetzt mal halt. Leichte Koordinationsschwierigkeit. Mittig und fliegt da mal mit knapp 30 Metern pro Sekunde ran. So, geht das relativ flott. Danach erstmal den Schub drosseln. Ausrichten aufs nächste und dann einsammeln. Uiuiui, das wird eine knappe Kiste. Wow, 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 wow. Alter Schwede. Gut, dass ich gewartet habe. Jetzt können wir es uns schnappen. Oder? Ah, vorbei. Scheiße. Da ist es. Komm her. So,
Wie viel Prozent brauchen wir denn noch? 54 haben wir, okay. So, erstmal du da hinten und dann die anderen beiden oberhalb von uns noch. Okay, sammeln wir die anderen beiden rein, dann nehmen wir uns mal die nächsten Asteroiden vor. Wie gesagt, Palladium wäre echt saugeil, wenn wir das nochmal finden würden. Da brauchen wir bloß ein einziges Bruchstück, was nur einen läppischen Prozent haben muss. Und das würde uns so viel Geld für einen Moment bringen. Ist ja auch so, je mehr Frachtkapazität man später hat, das geht ja bei den großen Frachtschiffen über 3.600 oder über 600 sogar, glaube ich. Da kann man natürlich ordentlich Handel treiben und viel Geld machen. Mit unserem Sidewinder hier ist es natürlich nicht so einfach möglich. Oder nicht so schnell. Scheiße, hat das jetzt gereicht? Ja, hat schon gereicht. Wir nehmen es erstmal wieder mit. Wir fliegen jetzt einfach mal zum nächsten. Hier kommt nichts oder nur noch ganz wenig raus. Ist nicht so schlimm. Müssen wir mal einen suchen. Am besten die Frachtluke rein, solange dann... Könnte auch ein bisschen besser navigieren. Fliegen wir mal dahin. Ah, da unten buddelt der rum, links von uns. Nehmen wir uns die beiden hier oben vor. Das Ding ist halt meistens, man kann sich, also oder mir geht es so, nicht so gut orientieren an den Asteroidenfeldern, wo ich jetzt schon war, bei welchem oder bei welchem noch nicht. Da sehe ich immer dann, wenn ich schon was abgebaut habe. Oh, hier haben wir nochmal Galit mit 25%. Da würde ich sagen, lösen wir hier weiter noch ein bisschen Galit raus. Mann, ich bin so gespannt auf unsere Cobra, dass wir die uns endlich bald holen können. Ich mache das hier heute noch fertig und dann springe ich wieder rein mit der Aufnahme kurz vorm Kauf. Am besten, seht ihr, am besten ich besorge noch ein paar Credits mehr, dass wir vielleicht noch ein paar Waffen auswählen können und so ein paar Schiffsverbesserungen. Naja, schauen wir mal, wie es hier noch so läuft heute mit dem Mining. So, alles raus, da dürfen wir sogar noch zweimal Galit voll bekommen. War es das jetzt hier? Ja. Ja, scheint leer gelutscht zu sein. Okay, Frachtgreifer, raus mit dir. Und dann gib uns mal... Jetzt ist es wieder so, dieser Brocken hat ja zwei verschiedene Typen von Erzen bei sich. Wir brauchen aber halt nur das eine, das Indiz steht jetzt hier oben rum. Das müssen wir löschen. Vorsichtig, dass er nicht aus Versehen auf eines der anderen beiden Felder kommt, von denen, die ihr noch im Frachtraum haben wollt, also im Raffineriebehälter behalten möchtet. Habe ich auch schon mal aus Versehen 90% Gold weggeschmissen. Mal halt ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ich guck gerade mal, was bringt uns Indeed? 1800 bringt ein bisschen mehr. Und das nächste, erstmal wieder dieses Ventil öffnen. Gibt übrigens dafür keine Tastenbelegung. Ich habe jetzt allerdings gesehen, und da habe ich mich gefragt, hä, warum ist das so? In der Tastenbelegung gibt's eine, kann man der Galaxiekarte eine Taste zuweisen. Da habe ich mich gefragt, warum ist es nicht standardmäßig? Oh, jetzt haben wir beides auf 99%, auch nicht schlecht. Warum ist es nicht standardmäßig Punkt und Komma? Wie es meistens bei den Space-Simulationen ist, ist ja Punkt und Komma entweder die System- oder die Galaxieansicht irgendwie so. Und hier gibt es halt nur als Shortcut die Galaxieansicht, die habe ich mir jetzt auf Punkt gelegt und leider gibt es nicht die Systemansicht als Tastenbelegung. Finde ich ein bisschen schade. Wird vielleicht noch gepatcht, sehen, gucken wir mal. Die patchen ja fleißig, also das ist echt super bei Frontier. Die hauen hier die Patches raus. Wenn irgendwas nicht stimmt mit dem Spiel, da sind die flott, da habt ihr dann am nächsten Tag schon einen Patch. Und vielleicht nochmal ein Hotfix, nochmal einen Tag später hinterher. Also das geht ruckzuck. Das war schon in den Betas so. Da ging das wahnsinnig schnell. Und hier jetzt, denke ich mal,
nach dem Release wird sich das nicht ändern. Also die arbeiten schon wirklich fleißig an dem Spiel. So, da haben wir auch den Asteroiden leer. Wir haben jetzt natürlich 60% vom Galit noch voll. Waren wir hier? Hier waren wir schon. Das sehe ich an dem Rohstoff, der mir gerade unten auf der Karte angezeigt wurde. Das war der, den wir haben vorhin da liegen lassen. Diese Probebohrung. Das zeigt immer mal links oben Aufprall an. Lasst das ruhig 1-2 Sekunden da stehen oder 3 Sekunden und haut dann die Bremse rein. Oder den Gegenschub. Was haben wir hier? Indit? Bertrandit? Nee. Das will ich nicht. Das ist mir nichts. Bertrandit bringt 2000. Ich weiß jetzt echt nicht, ob wir bei den beiden schon waren. Mann, ey, das ist so verwirrend hier. Okay. Ich glaube, bei dem waren wir schon. Bei dem ganz großen waren wir doch, glaube ich, auch schon, oder? Es gibt ja auch Planeten mit Ringen, also wie der Saturn, so ein Ringsystem, die ein Ringsystem haben. Würde mich jetzt mal interessieren, ob man auch da abbauen kann. Ich glaube schon. Oh, hier wurde auch schon grauen rumgelasert. Oha, das wird knapp. Da fehlt nicht viel. Was kommt denn hier unten raus? Nochmal. Oh, Galik. Das nehmen wir nochmal mit. Wenn da 20% rauskommen, da würden ja knapp 2 reichen, um das nochmal voll zu machen. Komm schon, einmal noch. Einmal, Galit. Muss ich mal ein paar Meter Abstand gewinnen. Oh, das war ein bisschen viel. Scheiße. Ah, Mist aber auch. Da haben wir jetzt nur noch einmal hier rausbrennen können. Einmal ist es mir passiert, da ist das Teil einfach im Asteroiden verschwunden. Da war es halt auch so, dass es eigentlich gegen den Asteroiden geprallt wäre, so wie gerade hier. Dieses Stück. Und ist dann halt einfach durchgeflogen und stark dann im Asteroiden fest, kam halt auch nirgendwo raus. Ich glaube, das war sogar bei irgendeiner Goldader. War ein bisschen schade. So, komm schon, das Galit wollte ich halt echt wirklich eigentlich noch voll machen. Gucken nochmal hier hoch zu dem und dann hier links von uns ist auch noch einer, den nehmen wir auch noch mit. So, achtet mal drauf, da oben steht jetzt Aufprall. Jetzt haue ich die Bremse rein und dann nähern wir uns der Sache. Da kommen wir gut auf einen guten Abstand ran. Wobei ich sagen muss, trotzdem vorsichtig, das klappt nicht immer. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja! Fuck, 13% Gold. Muha, das machen wir noch. Das ist mir jetzt auch egal, da haue ich jetzt das Galit raus. Das möchte ich dann doch nicht. 13% Gold. Müssten wir halt, wie viel kam da jetzt raus? 19%. Okay, zwischen also 6-7 Mal müssten wir jetzt hier rauskriegen. 22%. Ich nehme das immer direkt ins Visier eigentlich, wenn das nächste Stückchen rausgeplattert kommt. Da kann ich so ein bisschen hochrechnen, ob ich damit einmal voll kriege. Also einmal kriegen wir jetzt für Gold auf jeden Fall voll. Das bringt im Cleave Pub bringt das, wo habe ich es? 9500. Da haben wir noch eins. Okay, eins würde ich noch sagen, brennen wir noch raus oder vielleicht noch zwei. Das eine da unten liegt so ein bisschen komisch. Das scheint mir gerade im Gravitationsfeld vom Asteroiden noch gefangen zu sein, oder? Na gut, sammeln wir die jetzt erstmal ein. Das ist ja geil, das ist ja echt genial. Hätten wir den mal eher gefunden, hätten wir gleich noch die Goldreserve vom Anfang der Episode mitnehmen können. Oh, zu schnell. Rums, dagegen gedonnert. Gold. Aber das macht mir doch wieder ein kleines bisschen Hoffnung, dass es nicht ganz so lange dauert mit dem Farm für die ja, 370.000 sind es ja insgesamt. Oder 380.000, die wir jetzt für die Cobra bräuchten. Aber da der eine Raffineriebehälter auch mit
verrechnet wird, sind es, es müssten, glaube ich, also knapp 55.000 würden die uns entgegenkommen mit dem Preis. Also so um die 320.000 bräuchten wir an Credits, um uns das Schiff leisten zu können. Vielleicht noch drei, oh, sorry, wie unprofessionell, da ist ja noch was im Hintergrund offen. Vielleicht nochmal ein paar Credits mehr, vielleicht nochmal 20, 30, 40.000 mehr. Schauen wir mal, um uns dann halt noch ein bisschen ausstatten zu können. Ich hoffe, es tut den gleichen... na, verdammt, ich hab's gewusst. Der Sack gibt wieder keine Ruhe, der sich da... der mich da gerade anschreibt. Entschuldigt. Weiter. Ihn um. Der kriegt morgen was zu hören von mir. So, komm mal her, Gold. Ja, sauber. Da haben wir es. Einmal Gold, dreimal Galit konnten wir sammeln. Super. Und damit würde ich sagen, reicht es erstmal für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns, wenn wir unser neues Raumschiff kaufen. Bis dahin. Tschüss.